Ich schätze jetzt einfach mal ein Kayo auf süß. Ich schaue mal kurz, auf welchem Stand der Kayo ist. Der sollte eigentlich sozusagen nicht gestartet sein. Klar, es ist kein schwerer Heist. Aber ich finde, das hätte ich jetzt auch Bock, einfach mal schön Kayo durchzupushen. Vorbereiten, fetzen, solo. Auf easy, peasy. Lemon squeezy. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, was wird. Auf den Fingern Sinn oder ist es so. Finger und Hand. Ich meine, da so ein, irgendwas auf dem Finger, so ein kleines Tattoo, das fänd ich richtig geil. Oder auf dem Handrücken, im Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger, ja, da, würde ich richtig feiern. Danke für deinen Follow, Vince. Und wir starten in Kayo. 100k, let's go. Ja, das schaut nicht schlecht aus, aber ich finde es geiler, wenn es clean ist. Du einfach nur ein, zwei Sachen auf dem Finger hast oder auf der Hand. Bett beziehen auf Klassenfahrten ist schlimm, weil die Bett keine Spannbettlaken meistens haben und dann nervt es richtig, finde ich. Aber sonst Spannbettlaken, beste Erfindung ever. Digga, ich bin gerade in der öffentlichen Lobby und mein Mikrofon war nicht gemutet, glaube ich. Die fragen sich, Digga, dann stechst dir doch einfach. Nein, ich glaube, ich habe den GTA nicht gemutet, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen. Ich verstehe schon, was er in Australien so. What did she say? Aber auf. Ich glaube, die sind standardmäßig gemutet, die Mics. Nee, standardmäßig nicht, aber ich hab mich. Du kannst ja einstellen, wen du überhaupt hörst. Hä, wieso ist Spannbettlaken nervig, Mio? Spannbettlaken sind doch richtig geil und praktisch. Wie nervig ist der andere Shit, der über Nacht verrutscht? Dass sich Mio über Spannbettlaken im Chat auseinandersetzt, aber nicht in Discord kommt. Ist so. Er hat so das Thema mit Bettlaken, aber nicht den Nerv, so Hallo zu sagen. Also echt so. Vielleicht Mio, Ozan, Hallo? Hallo? Live Kayo Guide, besser kannst du nicht werden. Nein, so. Nein. Nee. Samofa, mach's gut, mein Bester. Kuss. Ja. Weißt du, der Lack, der ist schon gespannt, wenn er aus der Dröse kommt. Der muss nicht trocknen. Das ist ein Spannlack. Aha. Spanferkel, Digga. Boah, das wäre jetzt irgendwie geil, so ein richtig geil gegrilltes. Spannbecklaken for real overhated. Was für, wer hatet es denn? Das einzig Nervige ist, dass man es nicht schön zusammenlegen kann, aber sonst Mick Senkro, grüß dich. Yo, Whiteboard Didi, Digga. Whitebeard Didi, meine ich. Oh nein. Hey, die meinen schon einfach so ein Laken über deine untere Matratze, oder? Ja. Spannbettlaken. Genau. Das meine ich. Ist das overrated? Ja, vor allem. Ohne kannst du nicht pennen. Ja, aber es gibt ja Bettlaken, die einfach Bettlaken sind, ohne dieses Gummi am Rand, die du dann so umfaltest und die jede Nacht verrutschen und du sie jeden Morgen neu machen kannst. Das ist so nervig. Ja, gerade in so Jugendherbergen und so. Die gibt's im Knast auch. Kenn ich gar nicht. Diese Hüllen für Decken sind ass. Ach, Bro, einfach ein Bettlaken. Eine Bettdecke. Spannbettlaken sind so OP, Digga. Ey, war einer, der sich zumindest korrigiert. Bro, was soll ich sagen? Besuche ein schwarzes Fremdzeug. Bro, was laufen die mich voll? Ich muss nach Kayo, ich muss auf die Insel. Auf wie viele Matratzen schläfst du, Bro? Das hat, dass er eine untere hat. Was für eine untere? Er hat die mehr, okay. Nee, Schluppe meinte halt die Matratze unter dir. Ich hoffe nur, dass du dich mit dem Anime auskennst. Null. Ey, Baski, was geht? Willst du noch ein Bier? Danke für die 14 Monate, Digga. Was geht? Frohes Bist neu? Du gebräunt und hier, ne? Froh ins neue Jahr gestartet? Frohes Neues noch? Ja, Mann. Super geil ins neue Jahr. Was geht? Ich hab gesehen, du hast gestern schon gestreamt. 25 Grad. Nee, das war nur ein kurzer Test von meinem DC. Okay. Ripped hat mir ein DC gemacht. Ich bin da jetzt drin, Bro. Nice. Hey, Bro. Ja, klar. Ripped und ich waren vorhin schon im Videocall, mindestens. Ich würde fast sagen, eine Stunde oder plus in deinem Discord. Ja, Alter, in deinem Discord. Das ist fast ein 20, ne? Stimmt, ich habe auch gesehen, dass ihr da drin wart, als ich da reingetreten bin. Ja, wir haben da ein bisschen rumgechillt. Natürlich, dafür ist er da. Hey, aber ohne Witz, Buff hier mit 23 Grad, Feuerwerk, Atlantik. Er ist mitten im Atlantik, nicht nur so Mallorca, Mittelmeer, er ist so... Mitten im Atlantik, Mann. Fuerteventura. So geil, Digga. Es war so geil. Erzähl. Hat sich's gelohnt? Ja, es gibt gar nicht viel zu erzählen, weil wir haben halt einfach nur den ganzen Tag entweder am Strand oder am Pool gechillt. Geil. Wir hatten halt 20, 22, 23 Grad. Silvester schön, das Feuerwerk spiegelt sich so im Meer. Weißt du, muss man erlebt haben. Krank, echt. Ja, Mann. Glaube ich. Ja, allein, ich habe mit Baski gefacetimed, als er war. Danke für deinen Follow, Pandaschmerle. Hotelanlage, war Pool, er hat mit mir gefacetimed, so, hey, hier ist der Pool,
Ich war mit einem Kumpel bei mir zu Hause, er hat seinen Kumpel gezeigt, so ey. Und dann geht er 10 Meter. Aha. Vielleicht waren es 20. Nee, 10. Geht aus dem Hotel raus. Vielleicht, er sagt, du hörst schon, ne? Es waren nicht 20. Er geht gefühlte 10 Meter mit im Face-Call, im FaceTime-Call so. Und ist am Meer. Einfach aus dem Hotel raus ist am Meer. Direkt krank. Strand. Geil. Ausgang Meer. Meer. Geil. Ich denke mir so, Digga. Und dann sagt er so, ja, das Hotel hat so ein Feuerwerk am Meer geplant. So am Meer, als wäre das so irgendwo. Nee, ist direkt vorm Hotel. Digga, wie nice. Geil. Digga, der ist vom Pool zum Hotel, hat er nicht mal 30 Sekunden gebraucht und ist entspannt gegangen. Entspannt geschlendert. Beste Leben, Digga. Das ist das Leben, Bro. Halt. Ich schluppi dann auch so, ne, weil wir haben so gefacetimed. Also, Alter, bei dir ist ja noch hell. Ich so, ja, Digga, jetzt 20 Grad Sonne. Also, Digga, bei uns pisst, es regnet, minus 5 Grad, dunkel, alles scheiße. Stehe. Ja, bei ihm geht die Sonne eine Stunde später unter. Er war so bei ihm so, oh, die, so richtig Sonnenuntergang, wirklich wunderschön. Ist das unfair? Über dem Meer. Und bei uns, ich FaceTime so, schon nach links aus dem Fenster, es schneehagelt so, richtig unangenehm kalt. Der Orkan war gerade so am Start, so, es pfeift so. Die Rolle. Und Schluppe denkt sich einfach nur, ey, Baskier, Digga. Also, ich wurde kurz zu King Lukas und wollte ihn einfach nur nachstehen. Ich sag's euch ehrlich, ne? Ich hoffe jetzt, bei uns ist jetzt minus 5, minus 10 Grad nachts und tags. Ich hoffe, der See bei uns. Damit Baskier leidet. Nein, ich hoffe, der See friert ein, damit ich fucking auf dem See erst laufen kann und endlich mal flexen kann. Boah, da bin ich aber auch dafür. Das ist schon geil. Da bin ich auch dafür. Dann könnt ihr alle mal sehen, was die hier. Ey, Pablo, willst du euch immer noch den BVB-Kalender? Ich habe nämlich noch einen neuen bekommen. Ja. Ich habe den 2024-Kalender von meinen Schwiegereltern bekommen. Das heißt, ich habe jetzt den 2023 und den legendären 2021-Kalender. Ich will den 2021-Kalender haben. Den in Trikotform. Ja, ich mache bald mal eine Verlosung im Stream, glaube ich. Eine Verlosung? Heißt das, es hängt gerade rein übereinander? Das ist eh eine manipulierte Verlosung, weil ich den so oder so gewinne. Ja, also das wird auf jeden Fall manipuliert, wenn da 2-3-stellig Subgifts von dir reinkommen. Dann können wir, kannst du davon ausgehen. Was? 2-3-stellig. Einfach mal 100 Subgifts für eine eklig voll. Oh Mann, Digga. Ey, Simon, wenn dein Motorrad jetzt schon wieder im Baum gefangen ist, dann kannst du auch gleich deine Karriere beenden in GTA. Wo bin ich denn hier gegen gefahren? Da hat es doch gerade geleuchtet, man hat gerade die Dinger gesehen. Ist das dumm? Zurück. Bonkre. Da wo du hergekommen. Ja, Schlubbe, du bist 10 Sekunden hinterher. Ich hab's doch schon längst. Immer, dass der Stream Delay da ist ein Sichtkäse. Okay. Was hältst du von Zeithustler? Bro, was? Oh, ja. Ich bin ein Zeithustler. Ein Tidefucker. Ich hab keine fucking Time, außer es ist Side fucking Time, was? Scheiß drauf. Ey, Phoenix, danke für dein Follow. Kuss. Jungs, aber als wir zurückgeflogen sind, ne, also wir hatten kurz schon teilweise Todesangst, weil es ist hier bei uns in München so richtig stürmisch und windig gewesen, ne? Und die ganze Zeit dieses Flugzeug hat so rumgewackelt, ne? Und dann hat der Pilot da eben auch noch so Angst gemacht, weil er so. Also er hat erst einmal so gesagt, ja, in einer Dreiviertelstunde ungefähr landen wir. Sehr gut. Und so nach 10 Minuten sagt er dann plötzlich so, ja, wir beginnen jetzt den Landeanflug, ne? Und wir alle so, hä, wir brauchen noch eine halbe Stunde. Und dann haut er direkt noch so hinterher. Also falls man evakuieren muss, dann Handgepäck oben lassen. Lest euch bitte nochmal alle bevor euch sind, was ist das? Wie man sich im Notfall zu verlanden hat. Alter, er hat 000, Digga. Was denn das? Was? Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber schön, dass du es auch gesehen hast. Null. Ja. Ah, das hatte Pablo auch. Er hat es in die Gruppe geschickt vor ein paar Tagen. Ja, ich wollte gerade sagen, Pablo hatte das. Was war das? Ja, 000. 000, alles auf direkt bei Entdeckung vom Schatz auf Kaio. Nutella mit Butter finde ich chillig manchmal. Mache ich ganz selten, aber auf dem Funkturm. Auf dem Funkturm. Ach ja. Oh, natürlich kein Pink Diamond. Ist war so lustig, Digga, einfach 000. Oh, Robin-Kette. Die Robin-Kette. Wenn der Bastard mich jetzt abschießt, ne? Pablo, was ist mit deiner Audioqualität los? Früher warst du echt clearer und deutlicher. Ja, ich hab ein Handy und ich hab keinen Kopfhörer mehr, also kein Headset mehr fürs Handy. Scheiße. Naja, aber mit Adapter.
Das ist ja kacke. Ja, ich kaufe nämlich dieser Adapter, ist rotzig, der hält keinen. Aber die letzten Male immer, wenn man gesagt hat, hey Pablo, Auto-Quali, dann hast du einfach gesagt, ja, wie ist jetzt? Und auf einmal wurde es besser. Ich schwöre, ja. Irgendwas hatte, ich schwöre, so ja. Trick, auf einmal ging. Digga, ich pick doch diesen kleinen hässlichen Hu. So, jetzt ist die PS4 aus, Junge. Dänisches Bettenlager heißt jetzt Jisk? Hä, hey, was ist das denn? Bro, das heißt schon seit Jahren. Alter, darauf komme ich auch nicht klar. Ich habe noch nie so schnell meine Menschen. Ich habe noch nie so schnell geraged, bitte. Bruder, Basti, in München gibt es noch dänisches Bettenlager. Nein, bei uns heißt es bestimmt schon seit 4 Jahren oder so, Jisk. Mindestens. Aber ich frage mich, wer geht in so einen Laden? Wer geht in so einen Laden? Ich habe es mich auch immer gefragt. Wie geht es? Ganz ehrlich. Die können sich doch nicht halten. Wieso hält sich sowas? Du fragst es dich wirklich. Ohne Witz. Ich habe das nicht nur in Werbungen gehört. Ich habe mir davon eine Matratze bestellt. Bett1.de. Du bestellst eine Matratze. Bett 1. Die kommt gefühlt. Ja, pass auf, mal auf Bett 3. Ansonsten, pass auf, wie kaufst du Matratze? Ja, es klingt wirklich so, wie so eine Internetadresse, die sich dein kleiner Cousin ausgedacht hat. Cousin? Aber mega sophisticated. Wie bestellst du sonst eine Matratze? Du legst dich einmal drauf und sagst, oh ja, passt schon, die kaufe ich 500 Euro. Nein, Bro, du kaufst Euro. Ein Bett, da ist eine dabei und die behältst du, bis du es wegschmeißt. Hältst du dein Leben? Ja, okay, doch, ich aber schon. Was machst du, wenn die Matratze doch nicht so passt? Dann kannst du nicht sagen, so, die passt nicht, du musst eine neue kaufen. Nein, du hast sagen, dich damit abzufinden. Du hast das zu benutzen, genau, du hast dich damit abzufinden. Bekommst. Und Bett 1 bricht damit. Du kannst 100 Nächte, ja, Nächte. Und ich habe das gemacht ich habe eine neue bestellt danach und habe eine neue bekommen. Und eine komplett krass. Neue Matratze bekommen, anderer Härtegrad. Ich habe es wirklich auch mit meinem Bruder auch, meine Schwester schon zweimal. Und wie verschickt man eine Matratze dann zurück? Ja, dachte ich mir auch. Wie verschickt man eine Matratze? Es ist mega leicht. Wie soll das gehen? Ja, so ein die wird vakuumisiert. So die ist so groß. Digga, er hat den Kollabo mit denen. Ganz einfach. Sagen wir mal, stell dir einen Zylinder vor, der ist einen Meter hoch oder 1,20 Meter. Je nachdem, wie breit deine Matratze ist. Die Nebenbeute ist richtig AIDS, ja, Mann. Zusammenkommt trainiert auf 1,30 Meter Breite. Aber der ganze Zylinder ist ultra dünn. Also ist so 20, 30 Zentimeter. Und wenn du dann das Vakuum aufreißt mit irgendeinem Messer, bam, geht es auf einmal auseinander. Und auf einmal hast du so eine Matratze in der Hand. Ja eben, und komplett wie schickst du sie zurück? Du hast ja kein Vakuumgerät. Ja, du schickst sie zurück mit UPS und die nehmen die einfach mit. Die müssen die, je nachdem, wo du sie bestellst, übernehmen die Versandkosten. Ansonsten zahlst du 30 Euro. Ich hasse solche Leute, Digga. Ich hasse Leute. Meister Alarm, danke für deinen Follow. Bett 1 Placement, wie gut. Was spielst du PS5? Bei Bett1.de hast du 100 Tage Rückgaberecht. Egal, wie du sie tust. Ich entmute mich, das erste, was ich höre. Bei Bett1.de hast du 100 Tage Rückgaberecht. Mit dem Code Schluppe gibt es noch 100.000 Euro Bonuszahlung. Pro mit Quartal. Mit dem Code Schluppe hat AIDS. Die Viren kommen mit in der Matratze. Dann könnt ihr da Sex haben und AIDS kriegen. Gleichzeitig. Digga, ist das krank. Das ist praktisch eine Kombo. Alter, ist das geil. Ich würde das Angebot ablehnen. Meine Fresse. Ja, ich auch. Ich hab's probiert, aber es funktioniert nicht. Deswegen. Stehst nicht mal hinter deinen eigenen Suchen. Warum spielst du nicht auf deinem Bettler vom Bonzen, Bettler zum Bonzen-Account im Stream? Ich mag das mehr, so selber für mich zu recorden. Bei den Episoden mache ich mir auch schon einen groben Plan, was ich machen will. Check mal zwischendurch kurz, was hake ich ab, was mache ich und so. Und ich will noch eine gute Quali haben. Ich glaube, mein PC packt es nicht mit Recorden und Stream gleichzeitig. Außerdem recorde ich dann, wie gesagt, Facecam und Gameplay unabhängig voneinander. Manchmal chill ich dann noch hier so 2 Stunden, mach kurz Pause und so. So kann ich das einfach flexibler gestalten und mich darauf fokussieren, dass ich alles richtig mache, weil ihr seht, im Stream, Kayo kriege ich vielleicht mal jetzt hin. Relativ gut, aber sonst bin ich hier mit den Dogs am Labern und lese den Chat vor. Ich werde da so schnell abgelenkt und mach das Zeug falsch, wie ich will. Dann dauert es doppelt so lange und das bringt da nichts. Ist für die Streams okay, weil es geht darum, zusammen zu zocken, zu labern, Chat zu lesen. Das ist ja das, worum es im Stream geht. Nicht unbedingt primär das Gameplay. Bei Battle of the Bonzen soll es schon ums Gameplay natürlich auch gehen. Und ich finde es einfach entspannter zu recorden. So. Meisteralarm, ich habe genau dafür ein Video. Den perfekter Start. Money geil. Also schau gerne vorbei, wenn du Bock hast. Backroom, grüß dich. Kostet zwar aber lohnt nicht. Keine Sorge, ich hole nur kurz meine Oppressor, damit ich besser auf dem Penis-Gebäude landen kann, weil ich finde das Landen sonst ein bisschen weird. Weird. Kind of weird. Ansonsten, wie gesagt,
Wundert euch nicht, wenn ich den Chat gerade nicht so mega Baba vorlese, weil ich gerade mit den Boys am Labern bin und den Kayo hier einigermaßen fetzen will. Ohne Witz, Dings, ne? 7 Leute haben geraucht. Ne. 6 haben 11 Bars gehabt. Ich war der Einzige mit Kippen. Was ist da los? Ja, also, ich sag dir ehrlich, wenn du rauchst, Alter, dann rauch doch wenigstens Zigaretten und nicht wie so ein Depp fucking 11 Bar, Digga. Das ist ja schon fast schlimmer als so ein Drecksdampfer, Digga. Finde ich auch, ja. Ich will gar nicht so radikal sein. Und ich finde, es ist erstens, du kommst teuer, zweitens, es ist so. Hä? Ich check das ehrlich nicht. Also, ich. Wenn jemand eine Vape hat, so ich schnau mir die kurz, ich zieh 2-3 Mal dran und habe ich gar keinen Bock mehr drauf und fertig ist und gebt ihr ihm wieder. Ja, passt doch, mehr für mich. Aber trotzdem, ich finde Vapes eigentlich echt so unnötig. Ich habe eine Frage. Ganz unabhängig, wie billig oder teuer das ist pro Zug, musstest du dich krass umgewöhnen von Kippe auf dieses Whatever you smoke now, weißt du? Whatever you smoke now, Digga. War das so, oh, es riecht voll nach Arsch und ich muss erstmal 600 Euro nehmen. Achso, Eikos, das ist ja nochmal was anderes als Vape. Hier, oder? Stinkt hier unten. Oh, das stinkt, das riecht nach Arsch. Digga. Ich habe einen Fußfetisch, aber sie hat Fußpilz. Ah, aber kein Scheidenpilz. Yeah, was bin ich mit Fußpilz? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Weil ich sie auf ihren Arsch schmiere. Was ist denn jetzt los, Alter? Voll auf Crack, aber an Weihnachten auf Heroin. Sie ist fett, kann ihre Beine nicht sehen. Ja! Bro, ist das irgendein Meme oder? Ja, das ist so ein dummes Lied, Digga. Okay, ich dachte schon. Ja, das musst du dem anderen sehen, aber nicht on stream, weil sonst wärst du gebannt. Labo. Ja. Ich glaub schon. Ja, was gab's noch für lustige Reim? Matratzenguide auf YouTube, ja mach mal. Mir fällt kein Reim ein, der Staubsauger ist von Dyson. Ich gehe Hardcore scheißen. Junge, ist das dumm. Das ist wirklich krass. Das ist Peak Deutschrap, Alter. Ey, danke fürs Erinnern, Cobra Tony, mega wichtig. Breathe Air. Hast du eigentlich schon ein Video, wie man schnell die Oppressor holen kann? Ja, das war eines meiner ersten Videos auf dem Kanal, aber ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Vielleicht mache ich da mal ein Video. Aber die Oppressor ist echt nicht mehr so der Go-To. Früher war halt so OP und auch nicht so teuer. Ich weiß nicht, ob ich sie jedem empfehlen wollen würde, das zu machen. Also, die sollen das auf gar keinen Fall machen. Ich hab nur einen Joke gemacht. Heutzutage, die Oppressor ist eigentlich komplett Endgame-Shit. Also wenn du wirklich viel zu viel Geld hast, viel zu viel, dann kannst du die kaufen. Yeah. Ansonsten macht eine Sparrow auch in der Kosatka, weißt du? So. Also für 8 Millionen plus Nachtclub ein Terabyte. Imagine! Was du alles kaufen musst. Überleg dir, you don't need a vape, do some push-ups, so nämlich, ohne Witz. Der Oppressor mit dem Autohandel verdient so Millionen machen mit dänischem Bettenlager. Kippe danach muss. Ihr seid doch alle kaputt. Kippe danach muss Millionen machen mit dänischem Bettenlager. Ihr habt doch alle einen Schuss. Schluppe aber ein Würfelspiel. Der Mann hat keinen Schuss. Der hat verstanden, worum es geht im Leben. Ich spiele jetzt erstmal ein paar Würfel hier auf. Ich mach Millionen. Wenn jetzt nicht all in geht. Ihr Opfers. Fresse du Opfer. Sorry, ihr Fotzen. Simon, kannst du eigentlich sehen, wer wie viele Bits hat? Bits? Kann man alles haben? Ich dachte, man kann ihn nur verschenken. Nein, nicht Bits. Kanalpunkte. Ja, genau, Kanalpunkte. Du. Seh ich nicht. Ja, okay. Würfelspieß live, ja, Leute, verzockt euer Hab und gut. Ihr habt vorhin das 200.000 Würfelspiel verpasst. Domefisto ist mit 100 reingegangen. Was war das? Mein zweiter Account ist mit 20 reingegangen. 75. Ich habe aus 20.000 Kanalpunkten 49.000 gemacht. Sehr gut, dann kannst du mir später bestimmt welche geben. So, Quirin, ich habe nur an dich gedacht. Danke dir. Ich habe jetzt 60 Riesen. Quirin, hast du da mitgespielt? Nein, aber ich gehe jetzt all in. 972. Hey, aber bist du stolz auf mich? Ich bin bei diesem riskanten Spiel einfach mit 1000 auf 1 bis 3 gegangen. Das musst du dir mal geben, wenn du dir Sharkards holst, musst du 75 Euro zahlen für die Oppressor. Das ist so geisteskrank. Emotional Damage! Genau, das ist es. Ich finde es auch einfach, also wirklich, sorry. Also da brauchst du doch gesunden Menschenverstand, damit du verstehst, wenn du einmal ein Kayo gemacht hast und dann irgendwie so in diesen Rockstar-Store gehst und die Sharkard ziehst, da merkst du doch, dass du einfach nur so ein, zwei Tage zocken musst, hast du 80 Euro gespart. Ja. Fertig. Ja. Ein, zwei Tage. 80 Euro. Chill. Zock einfach ein bisschen. Leute, die sind reich und die haben keine 1-2 Tage Zeit, weil Zeit ist Geld. Ja, du hast morgen geh mit den 43 auf 1 bis 3. Ist doch so. Dann gehe ich auch rein auf 4 bis 6.
Aber ich weiß nicht mit wie viel. Allein der Gedanke an Oppressor und ich bekomme Kopfschmerzen. Tschüss. Tschüss, Amina. Hanna? Ja, Hanna? Eine schlechte Stunde. Er ist halt wirklich so, Digga, cringe. Simon, machst du 7000? Dann mach ich 7000. Okay, kriegen wir hin. Okay, 7. Oh, VIP, VIP. Nee, ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Woher kam der denn? Alter? Ja, weil einer im Chat irgendwen gefragt hat, so bist du Bruno.ik auf Discord. Hat Ali gefragt und dann habe ich halt Bruno gelesen. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Dann hat es halt direkt bei mir getriggert, ey. Ja. Oh shit. Wo muss ich hinsetzen? 7k, sagst du? Schlupsi? Ja, ja, das Verhältnis ist ganz schlecht, da gehe ich nicht rein, das bringt mir nichts Spaß. Ich hab schon gesetzt. Okay, dann setz auf 1 bis 3. Setz auf 1 bis 3, ihr Wilden. Bin reingegangen. Nein, setz auf 4 bis 6, dann krieg ich wieder ein bisschen was. Nein, dann du musst auf 1 bis 3 gehen. Bist du auch dabei, Kirin? Ja, ich bin ja auch 1 bis 3. Achso, okay, ich dachte schon. 10k geplaced. Ja, place mal nochmal 20, aber auf 1 bis 3 einer. Was hast du gemacht, Quirin? Wie viel? Nur kurz. Also Plasmaschneider braucht man doch nicht, hast du gesagt. Cobra Toni, hast du jemals einen Guide von mir angeguckt? Mann. Manchmal fühle ich mich hier echt, als wäre ich hier unter Unaufpassern. Wirklich. Leute, die einfach nicht aufpassen. Wisst ihr was? Nee, du brauchst den. Den brauchst du, Bro. Du brauchst den Plasmaschneider oder die Safe-Kombination. Das ist immer abhängig von welcher Beute du hast. Kommt ich eins halt von den beiden und eins von beiden musst du holen. Dann musst du die scheiß Fingerabdruck-Klonkirot holen und den Schneidbrenner. Die Schneidladung braucht man nicht. Ich habe gesagt Schneidladung und deswegen hat er sich gemütet, weil er keinen Humor hat. Grüß dich. Pablo, mein Lieber. Ne? Also Equipment, alles holen, die untersten drei außer die Schneidladung. Junge, kriegt der Typ ein Permaband, Digga, ist das geil, Digga. Kriegt der Pablo ein Permaband und ich weiß auch, wo er wohnt, Digga. Plasmaschneider braucht man immer wegen dem Abwassertunnel. Nein, der Plasmaschneider hat nichts mit dem Abwassertunnel zu tun, Leute. Der Schneidbrenner, den braucht man für den Abwassertunnel, für die Tore und für alles andere. Der Plasmaschneider ist einfach nur da, um die Vitrine aufzumachen. Hey, bitte, halt die Fresse. Pablo sorgt dafür, dass sich die New Devils auch mal wieder die Guides anschauen müssen und vielleicht in einem halben Jahr mal wieder ein erneuter Kyo-Guide vielleicht trauen. Wer weiß? Kyorinju. Aber einmal im Monat müsste ich eigentlich was bringen. Wenn jemand so dumme Fragen stellt, ist genau das Richtige. Einmal im Monat muss irgendwas Kyo-thematisches kommen, alles andere macht finanziell keinen Sinn für mich. Wo bleibt der Nachtclub? Dass Leute, die noch nie GTA gespielt haben, einfach sagen, hey Stretcher, sag mal Bescheid. Hey Stretcher. Ey, aber wisst ihr, was ich sagen wollte? Hau raus. Ja, wisst ihr es? Ja. Weil ich weiß es nicht. Nee. Oh. Nein. Verdammt. Ich glaube, wenn es gut läuft, habe ich ja so jetzt im Februar, so Mitte, Ende Februar meinen Schein, ne? Auto. Ja. Mmh. Ein Autoschein. Ja, und da ist ja noch. Erzähl weiter. Und da ist ja noch. Erzähl da weiter. Und da ist ja noch Eishallensaison, ne? Okay. Ja. Oh, ich habe hier kurz einen Umschwung gemacht. Auf Fabian Hambüchen angelehnt, Digga. Tschüss. Ein Aufschwung. Recht Aufschwung. Ne, ein Umschwung war das, ja, weil Aufschwung ist ja, wenn man startet. Digga, ich hab irgendwie gedacht, dass Basti und der Robin das so. Ja. Das sind so welche Frontflip. Ich mach kurz das Würfelspiel. Absolut nicht sportlich. Achso, aber Joko. Joko? Nein, ich wollte was anderes sagen. Ich wollte gerade. Weißt du, wie ich auf Jonas bin, Digga? Jawohl, ich hab gewonnen. Drei! Bruder! Nein, Basti, nein, Robin. Robin. Ah, okay. Ja, du kannst es. Ich kann's, aber ich tu's nicht. Wer hat wie abgeräumt? Ihr habt schon ein bisschen Cash gemacht jetzt gerade, oder? Robin, Alter. Ich hab 2-1 bekommen. Von 900 hab ich 2-1 bekommen. Franklin hat 24 gemacht, Schluppe 15, Pudi 4. Quirin auch einen guten Zweier gemacht. Einen guten Zweier, Digga. Der Magen-Zweier. Quirin einfach mit echt Geld besser bedient als mit Kanalpunkten. Digga. Quirin, es gibt nächstes Jahr ein Formel 1 Steak-Team. Ist dir das bewusst? Einfach ein Steak-Team. Das gab's auch dieses Jahr schon. Ist dir bewusst, dass du jeden Reifen für die ersten 8 Rennen gezahlt hast? Wahrscheinlich schon. Das nächste Formel 1-Team für nächstes Jahr mitfinanziert. Ist dir das bewusst? Das ist schon geil. Einfach Steak, nur wegen dir. Das ist fucking geil, muss ich sagen.
Ja, aber es ist halt einfach Romeo. Wir können alle bestätigen, dass es wegen Quirin war. Wir wollen GGs. Du hast uns hintergangen, Trish. Ja, ach, dieses Würfelspiel. Man muss schon sagen, es geht ein bisschen mehr ab seit Kollege Schnürschuh. Aber auch seitdem fühlen sich die Leute ein bisschen mehr getriggert. Weil Benny hat einmal so 70k, dann, also nur wegen Kollege Schnürschuh. Ja. Dann einmal. Das war wichtig, oder? Dass ich den Account gemacht habe. Einfach mal ein bisschen reinsticheln. Ja, du warst es doch, oder, Quirin? Mit einmal 30 gegen Kollege Schnürschuh. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich verliere immer. Den hast du doch so hin und her getradet. Ey, voll gern, Adi. Lass das Mittwoch machen, Bro. Kuss. Die Schnauze hier, was? Das sind Inside-Handel oder was? Was? Ja, ich, eben. Ganz ruhig hier. Ich höre nicht. Ich war gerade gemutet. Was meint ihr? Was? Ja. Ihr habt nichts. Nein, nein. Okay. Ich habe keine Ahnung, was er Madonna meint. Hat ein neues Album rausgebracht. Das war's. Diggi-di-di-di. Ah, nee, es war aber. Diggi-di-di-di. Like a Virgin. Like a Virgin ist Madonna, stimmt. For the very first time. Like a Virgin. Grba. Also, Jung. Brga. Grr. Pablo. Ich mach jetzt einen Flotten, weil ich muss doch was essen. Und ich muss schreiben. Dann mach doch mal einen Flotten. Außerdem, meine Verbindung ist irgendwie. Ich glaube, ich fahre gerade. Richtig schlecht. Meine Verbindung ist schlecht. Okay. Ey, Simon, wann kommt Taxi Guide? Komm, Bro. Ich wette, keiner von euch hat das coolste Taxi im Spiel. Den Eudora. Hab ich nicht, ne. Wenn du mit einem Taxi. Mit einem Taxi einfach während einer Taxifahrt mit einem NPC. Musst du insgesamt 10 Monster-Stunts machen, dann kriegst du das Design. Alter, das ist echt verschickt. Er flext mit Taxi. Ja, Mann. Digga. Das war mein Moment, weißt du? Ich hab nur drauf gewartet, dass Quirin endlich mal die Taxis anspricht, damit ich meinen Flex rauskriege. Ja, okay, GG's. Ja, hat ja gut funktioniert, das war's, ne? Ich hab, Didi, danke fürs Anschauen des Videos. Kuss geht raus für den Support. Jeder Klick auf dem Video ist bare Münze in meine Hosentasche. Nee, ist wirklich fetter Support. Auch alte Videos anschauen und so. Für den RPM. Immer dabei bleiben. RPM. Dann fängst du mit OnlyFans an. Schauen wir mal, wie es mit YouTube sich noch entwickelt. Ob ich es nötig habe oder ob es wirklich sein muss. Ich habe was los. Du hast doch schon einen, oder? Ja, ich habe tatsächlich schon OnlyFans. Danke, Quirin, fürs Verlinken. Ja, Ehre. Mhm. Aber ich würde fühlen mit dem Polizeiauto. Das Management um Benny herum hat entschieden, dass es langsam soweit ist, habe ich gehört. Ja, da muss man halt auch hier, Simon muss mal das Hack von seinem Cutter ein bisschen anpassen, ne? Ja, komplett. Digga, aber schon krank, dass Monte die ganze Zeit 50-50 gelassen hat, so. Ja, aber hat er nicht mehr, ne? Nee, hat er nicht mehr. Ja, aber eigentlich haben das alle so. Ich glaube, Monte war ja erst, ich dachte immer, er war 60-40, dass die 60 sich geteilt haben. Ja, hat er auch immer gesagt. Und dann hat er im letzten Video gesagt, 50-50 war es immer, aber das ist eine Lüge, er hatte 60-40. Ein richtiger Kevin hat doch genickt auch dann, oder wie war das? Ich glaube tatsächlich, dass er 60-40 echt nur die ersten Jahre hat, dann hat er gesehen, dass eigentlich alle YouTuber 50-50 machen, hat das dann gemacht. Und dass er jetzt einmal nochmal gesagt hat, hey Bro, ich bin Monte, im Endeffekt macht ihr wirklich nicht die stressigste Arbeit. Es ist nicht so erzählt. So, und er hat immer aber auch ja versprochen, dass er nicht weiter runter geht, das ist okay. Ich kann das schon verstehen, weißt du, ich meine, du bist halt, du hockst jetzt Monte da und du weißt, Prinzip, du könntest den jeden Tag... Wenn er ein richtiges Arschloch wäre, könnte er mehr Geld machen. Du könntest da Leute anstellen oder du... Genau, du könntest Leute für 5.000 oder auch 7.500 jeden Monat anstellen, die würden trotzdem halb so viel verdienen. Voll. Oder fast sich was verdienen. Und dann denkst du dir jetzt, Monte, ja komm, ganz ehrlich, ich gönne den Jungs eh schon, hab denen eh schon ein gutes Leben ermöglicht, durch auch eine clevere Idee von denen, safe. Aber... Dann machen wir es das doch jetzt so. Aber habt ihr das Video gesehen, jetzt mal ganz unabhängig von wie viel Geld und so, wie ihr richtiger Kevin vorgestellt hat, so? Ich hab den beiden. Das war ja auf dem Event. Da hab ich den zum ersten Mal gesehen, Alter. Genau bei dem Event. Echt, ja, ganz cool. Ich auch. Also, ja, man hat ihn davor noch nie gesehen. Das war das allererste Mal, vor ein, zwei Wochen in der Timeline gespielt. Ja. Ne? Das war das erste Mal, oder? Weil er hat ja auch davor immer so gesagt, ich kenne ihn so seit 9 Jahren. Und Monte selber, ich hab den persönlich noch nie gesehen. Also er selber, Mann. So, er will anonym bleiben, wir haben nur geschrieben. Nee, das war Big Mac, doch, dachte ich. Das war Big Mac. Ja. Big Mac wollte nicht. Doch, also. Vielleicht schon länger her, aber das hat Monte doch auch mal gesagt. Ich habe ihn noch nie gesehen, nur Sprachnachrichten. Das war Big Mac. Nicht? Verwechsel ich das? Das war ziemlich safe, Big Mac, ja.
glaub, richtiger Kevin, okay, keine Ahnung, glaub. Ja, vergiss es. Ich find's trotzdem geil. Ja, war trotzdem cool, mal den zu sehen. Er sieht eigentlich auch fresh aus. Echt chilliger Dude. Ja, ist eigentlich ein ganz normal guter Dude. So voll unschuldig, ne? Ja, für das, dass er aus Österreich kommt. So, sprengt's euch weg. Das war so klar, Bruder. Ich wusste. Ist das Österreicher, der richtige Kevin? Ja, ich glaube, ich hab's im Akzent so. Also, ich glaube schon. Es wurde jetzt nicht gesagt, aber ich. Nie wieder Österreich Urlaub, Digga. Ganz klare Meinung, meinerseits. Ich kann einfach mit der Wampen wegschieben. Das ist so geil. Big Mac war den weg, Digga, ohne Witz. Ey, aber diese Summen, ehrlich, diese Summen, und dann überleg dir mal, wenn er 15% von jedem Channel mehr nimmt, sind es im Monat bei den Klicks wahrscheinlich 20k 100. pro Channel oder 10k pro Channel, übertrieben gesagt, das war. Dann hockt er als Monte da und denkst dir so, hä, so eine Viertelmillion durch eine kleine Vertragsänderung, ohne dass sie eigentlich was gegen sagen können? Why not jedes Jahr, Digga? So. Oder ja. jedes Jahr. 150 bis 250.000 Euro kriegt er doch. Für das, dass du ein bisschen Video schneidest, weißt du? Das ist so crazy. Ja, deswegen. Und die machen ja auch keine aufwendigen Edits, also. Die haben sich ja so ein bisschen abgesprochen. Der eine macht Reactions, der andere macht so ein bisschen Highlights, Retalks. Digga, das ist und die können das ja auch outsourcen, im Zweifel. Ja, das ist einfach so ein Money-Glitch. Ja, ist wirklich so. Sagen wir mal so, im Wirtschaftswunder ist Edeka so aus so einem kleinen Tante-Emma-Laden entstanden. Dann gab es immer mehr so größere Läden und irgendwann haben sie auch Tochterunternehmen gebraucht oder irgendwelche Leute, die das da drunter. Oder es gibt es auch in jedem Wirtschaftszweig. Ja, ja. Wenn es größer und größer wird, dann brauchst du Leute, die das da drunter irgendwie managen. Die wofür dieses Edeka steht, das ist ja die von diesem Geld erwirtschaften Montana Black, der so als keine Ahnung, Aushängeschild da vorne wegschwimmt und die anderen. Ich zitiere mal Sergeant Dingsbums aus man könnte ihn vergleichen mit der Wohlfahrt und alle hängen an der großen Titte der Wohlfahrt bei Montenegro. Ja. So ein Joke. In viel Wasser, Alter, und Smong, ich würde es nicht sagen, Smong, ich liebe Ösiland. Ich würde diese Jokes nicht machen, wenn ich Ösiland nicht lieben würde. Ich finde es echt sehr schön. Ja. Aber nie wieder Österreich Urlaub, so ein Ding. Das ist echt so. Sprengt euch weg. Dieses nie wieder Österreich Urlaub ist ja genauso wie so wie Österreich lieben, weißt du? So. Er will gekattelt, ist doch geil, da unten. Das ist doch fast schon so, oder? Ah, ja. Österreich ist doch mega schön, Alter. Aber jetzt hast du wirklich verstanden, was du vermitteln wolltest. Aber safe. Ja, das ist ja, aber so safe. Ein bisschen sarkastisch gemeint, so ein bisschen auf die Leute, weißt du, weil also wenn du wirklich, also ist doch Österreich schon crazy geil. Wenn du da das machen kannst, Skifahren. Skifahren! Sehen im... Die Österreicher wissen schon, wie man feiert. Die wissen auch auf jeden Fall. Scheiß drauf. Ich liebe Krähen an der Stelle. Meerrettich. Echt? Willst du noch ein Bier? Ich hasse Krähen. Ich will mich amüsieren. Ich hasse Junge, oh, wie danke für den 10 fortlaufenden Monat. Junge, der Mann ist auch schon fast ein Jahr dabei. Kuss geht raus, Pasquale. Ja, und GG's morgen für die Schule, Digga. Nach Italien. Kuss für den Support, oh, Diggi. Pasquale. Pasquale. Hauptschule. Also, ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich seit ich hier bin, war Overload immer am Start. Also seit ich vier bin? Seit ich vier bin, komm Digga, noch, seit ich vier bin, war Ovi in meinen Streams immer am Start, Digga. Jetzt wisst ihr es. Es ist raus. Simon, ich hab dir eigentlich gesagt, wir halten damit hinterm Berg. Wir halten damit hinterm Berg. Ja, okay. Ja, aber park doch einfach um die Ecke. Warum denn hinterm Berg jetzt, Digga? Ich check's nicht. Alter, hinterm Baum vielleicht, okay. Aber hinterm Birgie, hinterm Birgie-Geld. Hinterm Birgie-Geld. Birgie-Geld, das wäre ja noch schlechter. Ja. Skifahren! Muss ich schon schnell rüber? Ist das mal wieder langsam eine Arbeit oder bleiben die Aufträge aus? Alter, wir haben viel zu viel Arbeit. Also, ja? Ja, geil. Ey, Bask hier, könnt ihr eigentlich einen YouTube-Play-Button fräsen? Safe, easy, oder? Das ist gar nichts für euch. Ja, easy. Das wäre doch voll geil. Das wäre doch voll geil, wenn wir so einen YouTube-Play-Button fräsen und das so im Easy-Searcher-Shop verkaufen, aber jetzt nicht als YouTube-Play-Button. Willst du noch ein Bier? Ich will mich auch nicht. Komm mal, das ist... Lausius, danke für dein Follow. Ja, dann, wie viel Stückzahl? 100k oder wie viel kann man bei euch anfangen?
Ab 100.000, oder? Ich wollte gerade sagen, stell dir vor, auf einmal macht Stretcher so einen fetten Auftrag. Du kriegst nochmal so. Ja, mach mal 1000. Sorry, mach mal 1000 jetzt. Das ist dann aber eigentlich. Ins komische Wirtschaft. Kriegst du 100 hin. Also, ich könnte mal probeweise. Ganz komische Wirtschaft, wenn er erstmal ein paar K in Subgifts verbrennt hier und dann kommt das Geld wieder zurück in Form von wilden Fräsaufträgen, die keine Sau braucht. So, ich hab dich einfach ausgefuchst. Dem Steuersparer gefällt das. Ey, Lausius, danke für 4 Monate Prime. Morgen beginnt der Wahnsinn wieder von vorne. Bleibt dran, Jungs. Genießt's, bildet euch weiter. Alter. Und Kuss an Ovi für die 10 Bits, mein Bester. Ich war ja auch jeden einzelnen Stream dabei bei Schluppe im Stream, als er in den OG-Zeiten immer gestreamt hat. Ohne Witz. Ich glaube, Ovi war wirklich immer dabei. Vielen Dank für die 10 Bits, Bro. An den Namen Pasquale erinnern. Ja, Mann. Er hat mich so darauf gefunden, sprich meinen Namen nicht falsch aus, weil ich immer Pascal gesagt habe am Anfang. Nee, ich heiße nicht Pascal, Mann. Die wissen auch, wie man Künstler wird. Tatsächlich wollte ich genau das sagen, Smong. GG's. Mein bester Ösi-Länder. Stretch-Button. Ja, das wäre doch, das ist der echte Hase, wäre das. Übernächst mal der Stretch-Button. Schön gefräst. Made in Germany. Lausius, nochmal vielen Dank für dein Prime, Bro. Passt. Wir wissen es doch, Pasquale. Pasquale, danke für den Support und Paddy für deinen Follow, Ehre. Direkt mit Ernst, Mann. So. Ja, ich weiß es. Es war nur ein Scherz. Moin, moin, moin. Hab mich den ganzen Tag auf Stream gefreut und trotzdem verpasst. Perfekt, anonym, Digga. Aus Titan. Ja, kann man auch Titan fräsen? Wie sieht's aus? Baskin. Also, er wird leichter, aber. Ja, wie kann man einen Chat verpassen? Wie kann denn, was würde denn sowas löhnen? Kann ich den dann so für einen Taui verkaufen pro Stück? Kommt drauf an, wie groß. Ja, so 12 Quadratmeter. Aber nur Selbstabholer, bitte. welchen Dildo will der fressen? So ein 12 Quadratmeter Stretch-Button. Moinsen, Paddy, was geht? Oder Vollgold. Ja, Mann, Vollgold wird, glaube ich, aber schwer. Ey, warum leckt die Animation so komisch rum? Paddy, danke für den Sub, Digga. Herzlich willkommen in der Gang. Tut mir leid, dass die Animation so rumleckt. Das ist ein bisschen weird. Vielleicht muss ich das Overlay mal aktualisieren. Aber ich weiß nicht, ob ich dann alles kaputt mache. Wir schauen es mal, wir probieren es mal aus. Moment kurz. Komm einfach zu mir ins EMS-Studio, da kriegst du auch 12 Animation-Buttons irgendwo an die Hand. Aktualisieren, wir haben es aktualisiert. Vielen, vielen Dank, Paddy, für den Support, mein Bester. Kuss geht raus. Sag Schloppe, dass ich ihn lieb hab. Okay, oh, wie hat dich lieb, Bro? Was geht heute eigentlich? Auch nichts Besonderes, mein Lieber. Ich starte jetzt mal das Heißfinale. Schon alles vorbereitet. Heute bin ich richtig Speedy Gonzales unterwegs, ey. Was soll ich sagen, Alter? Spielingi, Gontanes, Moinsen, mega geile Geiz, danke Paddy, vielen, vielen Dank, Bro, Kuss. Und danke, wie gesagt, nochmal für deinen Sub. Ehre geht raus. Ey, du hast vorhin schon einen Fahrzeugraub gemacht, oder? Vom Schrottern. Ein Fahrzeugi-Robi. Ne? Ja, klar, ein Fahrzeugi-Robi. Ja. Warum sagst du das so komisch? Nee, ich dachte, ich hab das geträumt, Bruder, letzte Nacht. Ich war mir nicht mehr sicher. Lava, das wäre so ein geiler Traum gewesen. Ja. Du weißt, was ich. Ich hab schon geträumt, dass mir einfach Mew einen langen Ball. Wie kann ich die loswerden? Ja, ich erzähl's mal auf. Sorry, ja. Ziemlich abgespaced. Ich will die hier erstmal loswerden. Nee, ist auch. Werd die los, Bruder. Werd es los. Verlassen, danke. Ich will allein starten. Also, ich sag ja, nach wie vor, dass er bei den Oscars das gesagt hat. Nee, es sind. Nee, Mann. Safe nicht. Safe nicht. Ich hab keine Ahnung, worum es geht. Safe nicht, Digga. Bei den Oscars ist alles gestellt in so einem Opernhaus. Da darf keiner. Die alle Reden sind davor gelesen und absolut auf gefühlt Rechtschreibfehler korrigiert worden. Da darf keiner irgendwas sagen, was er nicht sagen will. Ricky Gervais, Golden Globes, okay, sorry. Ricky Gervais macht sich witzig darüber, dass die Hälfte von Hollywood einfach pädophil ist. Alle lachen. He was all a friend of all of yours, man. Scheiße raus. Ja. Deswegen bin ich ja gerade darauf gekommen, ja, dass wir da gerade drüber geredet haben, weil Ricky Gervais macht schon vor 2 Jahren darüber. Leon stellt mein Kajo-Guide in Chat. Hallo? Hier ist schon nichts passiert. Ich bin ja gerade frisch auf die Insel gekommen. Ich weiß nicht, was ihr meint. Er braucht einfach selbst einen Guide. Ja, Ricky Gervais ist auf jeden Fall mies funny, der Typ. Okay. Ach, der Dude, jetzt kenne ich ihn. Kennst du ihn? Mhm. Ich bin wissend. Damn, boy. In high school you was a man, homie.
Grr. Wieso habe ich das so komisch gerade eben gemacht? So, diesmal machen wir es besser. Wir machen es better. Sag mal, was ging da eigentlich im Chat mit Ray und Hannah ab die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Mieses Rumgesimpel. Hannah, lass dich nicht bequatschen. Ja. So lange wie das schon geht, so. Also. Ey, Ovi, danke für die 10 Bits, mein Bester. Ey, war kurz weg, was ist denn da los? Ich hab schon zu alt viel. Spielen wir schon auf der PS5? Ja, wir spielen schon auf der PS5, tatsächlich. Kannst mich auch mit du ansprechen. Ja, aber warte. Aus zwischen Michael. Hannah und wem? Ray, Rippchen, alles. Ali. Ich wollte gerade sagen, Ali war ja auch noch dabei, also Hannah. Also langsam können wir die auch nicht mehr verteidigen. Machst es uns auch schwer. Mach dich mal nicht so an mein Girl ran, schreib Mew. Der hat den Kayo gepopelt, wollte ich sagen. Stimmt nicht, Pasquale. Stimmt einfach nicht. Tschüss, ey. Mach dir jetzt vor allem dieses Tschüss am Anfang. Ich liebe es. Tschüss einfach. Everything went smoothly. Safe ist Hannah, ein 35-jähriger, behaarter Typ. Du glaubst mittlerweile auch, Hannah. Until now everything went smooth, aber tschüss, ey. Jetzt muss ich rein. Mierda. Okay, wir gehen jetzt hier hoch aufs Dach. Ich warte noch, bis der wegguckt. Ist mir sicherer. Muss man zwar nicht, aber ist mir sicherer. Okidoki, Machachoki. Danke für dein Follow, richtig Dufte und Danny Benani. Vielen Dank für eure Follows, Mann. Was geht denn ab hier? Oha, Simon, wann Spaß, Hannah. Ich weiß, du bist Fußballtrainerin. Bist schon oft hier gewesen, schon oft vor einer langen Weile. Und hast oft Langeweile. Damn! Hyper. Weiß ich jetzt einfach nicht, Simon. Das weiß ich jetzt nicht. Fußballtrainerin hast du doch gesagt. Dass du Fußballtrainerin bist. Ja. Alter, Kuss an Mew auch. Oder Spielerin. Ich glaube, sie ist Fußballtrainerin. Stier. Keine Ahnung. Wer Mew küsst, ist Trainerin. Ach, ich kann mir auch nicht Gott und die Welt merken, Hannah, ganz ehrlich, Mann. So oft wie du hier auftauchst, 5-mal im Jahr, ganz ehrlich. Brauchst gar nichts hier erwarten. Da kommt der Schwabe raus. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. So oft wie du auftauchst. Okay. Digga, dieses schlechte Geschwäbel. Ihr wisst einfach nicht, wo man das SCH einbaut. Ihr habt keine Ahnung, wie man das HCA einbaut. So leicht grantig. Ja, ich hab auch wirklich keine Ahnung. Wirklich. Spielerin, oha, sorry, Hannah. Ich war ein bisschen gereizt, weil der Kayo vorhin nicht geklappt hat. Wir glauben vielleicht, wir können Schwäbisch reden, aber wir verstehen es höchstens, aber reden nicht. Glaub mir. Wirklich reden. So, dass es wirklich Schwäbisch anhört. Na, da vermieren wir uns, glaube ich. Ja, ich weiß, dass du Bayerisch kannst. Das weiß ich. Frohes Neues erstmal, Mew. True. Das Game seit 9 Jahren und habe jetzt damit angefangen zu suchen. Geil, Paddy. Starsch. Hanna, ich hoffe, wie gesagt, du nimmst es mir nicht übel. Aber die Kacke geht mir auf den Sack. Bester Mann bist du, ey, Danny Benenni. Mein bester, selber geiler bester Mann. Geiler Name. Danny Benini. Ein bisschen Name. Wie Hannah Montana. Ja, erinnert mich an meine Jugend so. Erinnert mich an meine... Danny Benini, Digga. Viva, 1999. American Dragon. Dankeschön. Oh, jetzt ist... Oh, ja. Ich liebe euch doch. Ey, Danny, wir dich doch auch. Doch. So, mach ich's flawless? Ich mach's flawless, auf Ansage. Du hast doch schon mal verkackt. Ich hab schon verkackt. Nee, ist es eine Elite Run noch? Ich wollte nicht so laut lachen. Noch ist es eine Elite Run. Warum? Ich habe ja neu angefangen. Keine Ahnung. Achso. Ah. Du hast hart reset. Ich will das Ganze hier auf Stretchpad hochladen. Schöner Kayo Run. Solo Elite. Durchatmen. Und das.
Ein Bekannter von mir hat Probetraining bei Rapid Wien und wenn die genommen werden, würden sie ablehnen, weil er weit weg wäre. Ich kann das nicht, Digga, smoggen. Deswegen push durch, Digga. Manche Leute wissen es nicht zu schätzen und du weißt es zu schätzen, deswegen halte ich mal ran. Mach jetzt dein Kaio, seid ihr heute den Chat. Okay, seid ihr heute nochmal verziehen und übrigens bin ich mittlerweile voll auf die Mission. Das stimmt, Hanna. Das stimmt. Ja, ich krieg das auch so hin jetzt. Sagte er und verkackte. Schöner Kaio-Run, aber nicht First Try. Was labert ihr? Ihr werdet sehen, es ist Elite. Ihr könnt mir gar nichts. Ich schneide den ersten Try nachher raus. Der erste Try wird rausgecuttet. Könntest du nicht im nächsten Video grüßen? Bro, du musst einfach dir was Lustiges einfallen lassen. Witzige Kommentare werden gegrüßt. So einfach ist es nicht mehr, dass man hier sagt, ich werde gegrüßt. Ich wollte gerade sagen, so einfach ist es nicht mehr. Du kannst aber auch Kanalmitglied auf höchster Stufe werden. Dann geht's auch. So. So einfach ist es dann doch. Ja. Aber so einfach auch wieder nicht, ne? Das muss da auch einmal sein. Ja. Und uns morgen sein. Twitch Prime ist kostenlos. So, danke Quirin. Sowieso. Sowieso. Ein Landesliga ist bei einem Bundesliga-Verein, fällt nicht auf, sage ich. Die Banane ist krumm, werde ich jetzt gegrüßt. Bro, im Chat brauchst du es eh nicht schreiben. Ich verarbeite nur Kommentare auf YouTube. Die kann ich mir nämlich screenshotten. Und dann habe ich es auf dem Handy als Favoriten. Und jedes Mal, bevor ich das nächste Video mache, gehe ich mal in meine Favoriten rein und schaue, was los ist. Gehe in die Kanalmitglieder rein, schaue, was los ist. Und dann werden alle standesgemäß gegrüßt. Das hat alles System bei mir. Die gute alte deutsche Wertarbeit, könnte man auch sagen. Bei mir gibt es dennoch tatsächlich. Hatte damals, also ja, eigentlich nicht. Hatte damals auch einen weiten Weg. Jetzt wohne ich da, wo ich priebe. Okay, wo priebst du, Digga? Priebe Stuttgart. Simon musste mal 12 Kilometer in die Grundschule zu Mercedes gehen. Hat dann bei Porsche gelernt. Die Grundschule bei Mercedes. Ja. Das ist einfach ein klassischer Baden-Württemberger. Der weiß, wie das Leben läuft. Hat krasse Autos. Ich bin Neugeschmeckter. Tatsächlich bin ich wirklich ein Neugeschmeckter. Ich bin ja nicht hier geboren. Ich bin ja ganz frisch reingekommen, deswegen ich bin offizieller Begriff ja, okay, Neugeschmeckter. Okay. Aber deine Eltern kommen eigentlich von da weg und wieder hin. Weißt du, eigentlich bist du schon da. Nee, oder? Die sind hier auch nicht, ja. Die sind absolut so. Migranten, sage ich. Die haben gar nichts damit zu tun. Die reden auch normal. Die sind einfach Türken. Der normal. War Türke. Ich wollte gerade sagen. Nee, also. Ich bin neu geschmeckt, ich fühle mich hier wohl. Migranten. Naja, aus den anderen Bundesländern. Die haben nichts im Schwabeländle zum Suchen. Meine Eltern. Krass, spenden die ey. Eigentlich pro Video ja, oder im Monat? Das oder wie, das, also wie geht das mit dem? Du kannst es nicht. Geh auf Kanalmitglied werden, dann siehst du, dass du pro Monat da zahlst. Ja. Und dann wirst du aber tatsächlich in den Eventwochenvideos gegrüßt. Also, wenn es gut läuft, viermal im Monat. Das ist eigentlich ein fairer Deal für 10 Euro. Ja, das ist also entweder zahlst du 10 Euro oder du lässt dir einen richtig witzigen Spruch einfallen. Ja. Weil die haben es auch schon geschafft. Das die ist mir auch wichtig. Geschafft. Ich will natürlich schon auch, dass unser kapitalistisches System hier weiter besteht, aber auch Fleiß wird belohnt. Das heißt, es ist nicht nur für die Oberschicht mit den 10 Euro pro Monat möglich, sondern auch mit einem lustigen Kommentar. Also praktisch vom Tellerwäscher ja, zum Millionär ist auch möglich. Scheiße, ich muss meine Beutetasche noch füllen. Jetzt habe ich es verkackt, also, Digga. Mal ehrlich. Keiner macht nebenberuflich YouTube so viel, wenn er nicht ein bisschen Geld damit verdienen will. Ansonsten kannst du auch einfach nur... Folgt mir auf Insta. So. Nee, hast du recht, Stuppel. Danke für den Support. Also pro Monat abgezockt werden. Raus mit den Schmarotzern aus dem Schwabeländli. Ich so, ja. Oder so, oder so. Hauptsache, ich habe kein schlechtes Gewissen. Digga, jeder weiß und ist auch absolut okay, dass du Geld verdienst. Ist okay. Das brauchst du auch. Scheiße. Also. Mal eine kurze Frage zu den Beutetaschen. Wenn die jetzt schon so drei Viertel voll sein sollte, kann ich dann überhaupt noch ein Gemälde nehmen? Nee, deswegen musst du gut planen im Voraus. Nee. Okay. Gemälde musst du entweder nehmen, bevor du 50% voll hast oder als erstes einfach. Okay. Das könnte klappen. Ich habe gerade tatsächlich das zum ersten Mal so ein bisschen, weil ich noch ein Bild holen musste, ein bisschen länger gewartet. Es geht also auch, wenn ihr euch zu viel Zeit lasst, dann wartet eben, bis der Juggy weg ist. Ganz easy. Ja, ist ja auch deine Route, ne? Die hast, hast du entdeckt. Nein, ich habe sie nicht entdeckt. Mhm. Aber wer hat das Rad erfunden, Pascal? Sag's mir. Ich. Egal. Nö. Egal. Mew hat sie auch einfach genauso selber entdeckt und ich auch, so wie alle anderen, die sie selber entdeckt haben, weil man einfach gemerkt hat, so hey, die Sichtkegel vor den Wachen sind ja wirklich nur die Sichtkegel. Und dann merkst du auch irgendwann, dass du einfach an denen vorbeilaufen kannst nach oben. Weißt du? Also es ist jetzt nicht so,
Oh mein Gott, hätte es nicht gemerkt. Schatz gefunden, so. Ja, aber ich meine, so bei Millionen von Spielern auf der ganzen Welt, irgendwann merkt man das. Jetzt nicht so mega so, das, oh mein Gott. Ja, aber eigentlich ist man schon immer der Erste in irgendwas. Digga, das haben wir vor 2 Jahren auf Xbox Guides gesehen und danach nachgemacht. Das Geilste war, dass einer kommentiert hat, neulich unter dem Kyle Guide, auf Englisch, dass ich 2000 Dollar bei dem Sprung ins Wasser verloren habe. Also so vorwurfsvoll, clumsy, with that clumsy jump you lost about 2000 pound, man. Ja, ich meine, von mir aus. Ich sag so, oh no, 2000 pound. So, oh nein. Okay, alles cool. Safe, von mir aus verliere ich 16.000, ist mir doch scheißegal, Bruder. Nee, 16.000 ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Das ist mir noch nie passiert mit den Wachen. Okay, ja, ich meine, von mir aus verliere ich 16.000, bevor mir so ein scheiß YouTube-Kommentar noch irgendwie nahe geht. Okay. So. Bei mir gestern bei Caio Pirico hatte ich ein paar Bags. Geil, ey. Meinung zu Leuten, die Economy fliegen, Abschaum, Digga. Wer Economy fliegt, Abschaum. Bro, ich bin selber bei Silvester mit Economy nach Griechenland, aber auch Rückflug mit mehr Beinfreiheit auf süß. Eurowings hat gegönnt. Eurowings? Ja. Von Stuttgart fliegt gefühlt nur Eurowings. Eurowings fliegt wieder ein Fenster raus, sag ich dir. Hallo, hallo Omega, tschüss, ey, Hannah hat for real ein OF, sie hat mir geschickt, Junge, you can't park here, mate. I can park wherever the fuck I want, mate. Eine Mio geholt. Danke, Edith. Ich dachte echt, Hannah hat nur mir das geschickt, das ist ja voll schade. Hallo. Guck mal rüber fürs Schulprojekt. Nicht. Ja, das war ein schöner Kajo-Run. Den ersten Durchgang haben wir mal vergessen. Ich habe da einen blöden Fehler gemacht, deswegen habe ich es restartet, also richtig restartet aus der Kosatka raus, sodass ich dann sozusagen einen neuen Run habe, um auch Elite zu holen. Ganz easy. Und an die YouTube-Zuschauer, ich hoffe, es hat euch enjoyed. Sagt man so nicht. Ja, ich hoffe, ihr habt es enjoyed. Kurz geht raus. Whatever. Was it real or just pretend?